Leute. Was geht, was geht? Heute. Heute fangen wir da an, wo wir gestern aufgehört haben. Check mein Grip. Herzlich willkommen zu den besten TikToks auf diesem Kanal. Ah, TikTok ist eigentlich wirklich, Alter. Scroll da durch, Junge. Alle im Urlaub. Ich sehe nur Urlaub-Videos, irgendwelche Videos von, ja, so Juan und so. Hey Juan, kannst du auf meinen Hund aufpassen? Ja, sende mal Bild von uns. Junge, was ist das für ein Scheißhund? Der kommt aus der LP-Assembly. Und absolut abgeranzte Kacke, dann gucke ich in meine Insta-DMs rein. Alter, Junge, das ist halt auch nicht besser. Guck, okay? Ich guck. Wow, der hat Edit gemacht. Oh mein Gott, Digga, aus welchem Jahr hat er dieses Video rausgekramt? Ich kann mich daran noch erinnern, Digga. Erste Fahrstunde. Ey, 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 ey! Kein Wunder, dass ich schon dreimal geblitzt wurde, Digga, und mein Auto schon mal abgeschleppt wurde. What? Also, kurze Zwischeninformation, uns wurde gerade gesagt, wir sollten nicht mehr so dicht auffahren. Wir sollten nicht mehr so rasen. Ich weiß nicht, von was sie redet. Stimme drücken an der Wand. Der Bruder hier hat mir einfach sein Zeugnis geschickt. Halt an meinem Schatz. Na, fast schon so gut wie meins. Aber Digga, was? Russisch? Russisch 4? Digga, was muss man da machen? Einfach kurz ein paar Mal Lehrer beleidigen, hast du schon eine 1. Im Russischen gibt's nichts außer Beleidigung. Ah, naja. Willkommen zu den TikToks. Berlin, 30. April 1945. Die Welt brennt, Deutschland liegt in Schutt und Asche und Japan geht es auch nicht mehr so gut. Aber einer lässt sich nicht unterkriegen. Im Führerbunker brennt noch Licht. Das bin ich. When I met you in the summer. Oh, scheiße, Jungs. Wir wollten in Urlaub fahren, ja? Wir wollten mit der ganzen Truppe in den Urlaub fahren. Ich habe vorgeschlagen, lass ganz entspannt machen, Digga. Türkei-Urlaub, eine Woche all-inclusive, entspannt. Nee, Digga, wo gehen wir jetzt hin? Eine Woche Kroatien-Party-Urlaub, Digga. Wir fahren 9 Stunden mit Bus hin. Ich glaube, wenn ich mir das Ganze so nochmal angucke, glaube ich, bin ich eher der hier. To my heartbeat sound. Guck mal, genau das meine ich. Genau das meine ich, Digga. Was ist denn das für ein Trend? Meine For You-Page ist voll damit. POV 2009. Bruder, wo sind wir jetzt? 2009? Das ist doch Verarsche. Was reimt sich auf Nachbar? Bruder, Knast? Diesen viralen Passfoto-Make-up-Trend kennt... Oh, Bruder, ich muss so kacken, Digga. Das kann nicht wahr sein, Alter. Hier ist mein Video auf. Ich muss scheißen, Digga. Kann ich nicht einfach 10 Sekunden davor? Ich muss es unbedingt ausprobieren. Ich musste nämlich letztens... Jetzt richtig schön... anders gemacht und wir fahren jetzt. Bruder, das ist auch Verarsche. Ja, und dann gibt's halt noch solche Leute wie mich, die halt einfach gar keinen Bock hatten, nochmal 10 Euro fürs scheiß Passfoto auszugeben und nicht jetzt auf jedem Ausweis, Führerschein, was es noch alles gibt, so hier aussehe. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Bei jeder Kontrolle, die ich hab, Digga, fragen die mich auch, sind sie sicher, dass sie das sind? Nee, Mann, der Weihnachtsmann. Bruder, ich muss kacken, ich muss Video stoppen. 20 Minuten später. Ich bin wieder da. Metallentfernung ein Jahr nach dem Genickbruch. So, das könnte noch genauso, keine Ahnung, Sachen von einem Skateboard sein. Schau mal vor, so dein Nacken tut weh, er kommt so und sagt, hey, gib mir mal kurz Schraubenzieher, ich muss kurz hier rumdrehen. Digga, warum ist das so leise? Ich hör fast gar nichts. Ich sehe dieses Video auf meiner For You-Page und ich frage mich so, ja okay, warum wird mir das angezeigt? Vielleicht ganz normales Video, ganz normaler Algorithmus, nein. Bro, so eine brutale Werbung habe ich seit Jahren nicht gesehen. Naja, das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Ich wünsche euch heute noch einen angenehmen Freitag, Samstag oder auch Nepler Day. Gibst du Dr. Weber? Forza. Wie wär's mit auf Bremse? Was? Was? Forza? Forza ist komplett anders. Junge, Forza und Real ist schon was ganz anderes. Ja.